Ihr sucht einfache und günstige Bluetooth-Kopfhörer? Ja, dann sind vielleicht die Urban Ears Albi etwas für euch. Wenn ihr die das erste Mal öffnet, habt ihr hier auf den Pins eine kleine Folie. Diese Folie müsst ihr einmal entfernen, sonst laden diese Kopfhörer nicht auf. Dann die Kopfhörer wieder rein und dann einmal das Case natürlich ein bisschen laden. Generell muss man immer sagen, ja, es sind günstige Kopfhörer. Klingen die auch günstig? Ich finde, der Klang ist okay. Er ist natürlich nicht jetzt herausragend wie bei einem Bose oder wie bei Sony oder Sennheiser. Aber für den Preis muss ich sagen, es ist okay. Falls nie, dass ich mir dachte, oh mein Gott, das hört sich komplett schrecklich an. Der ganze Tieftonbereich, also wirklich so 50 Hertz, 40 Hertz, die sind eher nicht mehr so gut darstellbar hier durch diese Kopfhörer. Aber wofür die Kopfhörer auch sehr gut sind, sind es für Podcasts und Videos zum Beispiel, weil die eher so ein bisschen höherlastiger auch die Stimmen sind. Von der Laufzeit her sind die auch echt in Ordnung. So 5-6 Stunden kommt ihr damit auf jeden Fall ohne Probleme hin. Mit Aufladen, Reinlegen etc. seid ihr bei einer Gesamtlaufzeit von etwa 14 bis 15 Stunden. Von der Lautstärke, die sind nicht extrem laut, aber was ich herausgefunden habe, wenn ihr bei euch zum Beispiel bei Android dann in die Einstellung geht, bei den Kopfhörern oder bei der Bluetooth-Verbindung und dort nochmal sagt, synchronisieren mit dem Telefon, dann werden die nochmal ein Stückchen lauter und dann ist man bei einer guten Lautstärke. Auch beim erstmaligen Verbinden, beide Kopfhörer einmal rausnehmen, kurz hinlegen und dauert das 4, 5, 6 Sekunden, dann blinkt die eine LED auf der linken Seite und verbindet sich mit dem Kopfhörer und irgendwann blinkt die LED auf der linken Seite durchgängig. Auf der rechten Seite ist da keine LED. Ja, aber dann weißt du, okay, jetzt sind die Kopfhörer miteinander verbunden. Vom Case fest sich schön an, ist eine sehr gute Größe. Laden über USB-C. Also hiermit bekommt ihr generell ganz gute Alltagskopfhörer, wie ich finde. Wichtig ist noch, hier geht vieles über den Sitz der Silikonstecker. Ich brauche hier zum Beispiel die größten, damit die auch richtig halten. Bei den kleinen ist mir das hier zu lose drin. So, und wenn man jetzt guckt, so sehen die Kopfhörer aus. Und jetzt sind die bei mir, ne, wie man sieht, auch richtig fest drin. Da fällt also nichts raus, könnte ich jetzt auch joggen gehen. Die sind übrigens auch spritzwassergeschützt. Dazu haben wir noch eine sehr einfache Bedienung. Doppeltipp ist Start. Dreimal drücken ist dann ein Lied zurück auf der Seite. Auf der rechten Seite dreimal drücken, ein Lied weiter. Wenn wir halten, gedrückt halten, dann kommt der jeweilige Sprachassistent des Telefons zum Einsatz. Die Qualität vom Telefonat, von dem Mikrofon, ihr habt auf beiden Seiten ein Mikrofon, die hört ihr einmal jetzt. So, wir reden gerade über die Urban Ears, designed in Stockholm. Das ist das interne Mikrofon, das heißt, so würde ich mich anhören, wenn wir einen Call machen. Für die einfachen Anrufe reicht es, für Google, okay Google und so weiter reicht es auch. Also, ich finde, das passt. Soweit ganz gut. Also ich finde, das sind eigentlich ganz gute Kopfhörer. Das sind auch eher mal Kopfhörer, wie ich finde, so gut für den Urlaub, wenn man vielleicht nicht die ganz teuren mitnehmen will, so für den Strand. Das heißt, die Laufzeit reicht für einen Strandtag und auch die Soundqualität als solches ist dafür meiner Meinung nach völlig ausreichend. Wie gesagt, also es ist nicht so, dass man vom Klang sich denkt, oh mein Gott. Sonst kommt doch einfach gerne mal bei uns vorbei hier im Store bei eTrodo in Bocholt. Guckt euch dort ein bisschen um. Wir haben hier vielerlei hochwertige Geräte bei uns stehen zum Ausprobieren und Angucken und sich beraten lassen. Sonst gerne einfach mal auf eTrodo.de umgucken, was wir dort alles generell haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal.